Ich drück mal G. Okay. Ja, ich hab's geschafft. Nein, sie rollt runter. Okay, da unten ist er. Moin, sind und herzlich willkommen zurück zu Green Hell. Und an dieser Stelle möchte ich mich erstmal ganz wahnsinnig bei euch allen da draußen bedanken. Erstmal natürlich bei allen, die im Live-Chat die Tipps gegeben haben, die mir hier schon weitergeholfen haben. Und zum anderen natürlich auch bei allen, die unter den YouTube-Folgen Tipps dagelassen haben. Der absolute Wahnsinn, das hilft natürlich unglaublich weiter, auch bei den nächsten Sessions, die wir dann zu Green Hell machen. Schreibt auf jeden Fall auch mal in die Kommentare, ob ihr das hier cool findet oder nicht, ob das weitergehen soll oder nicht. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich freue mich auf jeden Fall nochmal Green Hell weiterzuspielen, denn das Ganze hier ist quasi The Forest in noch schwerer, habe ich so den Eindruck. Deswegen wäre ich auch ohne eure Vorschläge wahrscheinlich richtig aufgeschmissen gewesen jetzt auch noch. Aber zum Glück haben wir jetzt ja mal ein bisschen was geschafft und ich bin jetzt auch ein bisschen schlauer als vorher. Der absolute Wahnsinn. Die Lernkurve bei diesem Spiel ist halt unglaublich steil. Ich meine, ich habe immerhin mal einen Speer, ja, ich habe eine Waffe und jetzt ist erstmal wieder die Aufgabe, wir müssen Kokosnüsse finden, damit wir uns durch diese Hälften dann Wasser auffangen können. Das ist jetzt ganz wichtig. Ja, ist ja gut, ich trinke ja schon hier, oder ich esse ja schon die Früchte. So, jetzt hat er Hydration gekriegt, soll er mal nicht meckern hier. Die viel wichtigere Frage ist, sind hier noch irgendwo Kokospalmen? Da oben sind Palmen, aber die haben alle keine Kokosnüsse. Ich gehe jetzt trotzdem mal darüber. Naja, da sind wieder die Wasserschweine. Also man kann eigentlich grob zusammenfassen, die Tierwelt. Es gibt eigentlich fast nur Schweine in diesem Urwald. Wasserschweine, normale Schweine, eingeborenen Schweine gibt es auch, die mich dann töten. Also es gibt eigentlich nur Schweine in dem Urwald. Das sind Urwaldschweine hier. Keine einzige Kokosnuss hier mal irgendwo am Baum. Nichts. Kein Wunder, dass das so schwer ist, die Dinger zu finden. Gibt halt kaum welche. Dabei ist doch die Kokospalme eine doch schon recht häufig vorkommende Pflanzengattung, dachte ich. Na gut, ich meine, wir haben ja zwei Hälften. Das ist jetzt zwar nicht besonders viel, aber... Immerhin, wir haben schon mal welche. Besser als nichts. Wo geht's hier eigentlich hin? Ich werde mir jetzt wieder so hart verlaufen, ich sehe das schon. Kokosnüsse spawnen täglich an derselben Stelle. Warum waren dann gerade keine da? Weil noch nicht 24 Stunden rum waren oder was? Ich hatte ja gerade schon mal nochmal hingeguckt, weil ich das auch eigentlich so ein bisschen gehofft hatte, dass es so ist. Also müssen wir quasi an dem Baum, wo wir die gefunden haben, die eine Nuss, immer nur warten. Das ist ja schon mal gut eigentlich. Dann kann ich ja wieder zurückgehen. Jetzt habe ich natürlich auch wieder vergessen, wo ich herkam. Ja, scheiße. Ich von hier links, oder? Ich bin einmal im Kreis gegangen jetzt, glaube ich. Wenn mein Orientierungssinn nicht völlig verkorkst ist, müsste ich eigentlich... Da müsste diese Palme sein. Das ist die Kokospalme, wo wir die Kokosnuss hier hatten. Warte mal, wenn ich jetzt einen Stein dabei habe. Nee. Wenn ich einen Stein finden kann, dann kann ich doch mal versuchen, so eine Kokosnuss von da oben runter zu werfen. Wenn wir schon sonst nichts können, können wir wenigstens das. Ich finde keine Steine wieder mal.
Das, also, diese Steinsuche ist auch ganz schön. Also, so Steine müsste ich eigentlich wirklich alle 5 Meter finden, finde ich. Das ist, darf eigentlich nicht sein, dass man danach so lange suchen muss. Also, mal ehrlich. Ich meine, geht ihr mal raus und sucht mal Steine. Also, ich finde die relativ schnell so. Ich muss da nicht 3 Stunden rumlaufen. Ich weiß aber, wo es welche gibt. Nämlich hier unten am Wasser. Ich könnte auch mal versuchen, mit dem Speer zu fischen, ne? So, ein Stein wird bestimmt reichen, um diese Kokosnuss zu treffen. Große Steine kann man teilen, okay. Wichtiger Hinweis. Ich finde aber auch, diese großen Steine gibt es viel zu selten, ne? Also allgemein, so Steine gibt es echt selten. Muss man jetzt mal sagen, ne? Also, so, da muss ich den jetzt ausrüsten, den Stein? Wie ist denn das jetzt? Oder muss ich einfach nur die Hand leer haben und G drücken? Ich drück mal G. Okay. Ja, ich hab's geschafft! Nein, sie rollt runter! Okay, da unten ist er. Stein, den nehmen wir wieder mit, der ist wichtig. Das ist gerade mein wichtigstes Werkzeug geworden. Wir müssen die Kokosnuss retten. Ob das Wasser tief genug ist, dass ich reinspringen kann? Das ist immer so ein Risiko, sowas auszuprobieren natürlich. Man sollte nie in unbekanntes Gewässer springen. Ja, ich hab's geschafft. Ich habe mit dem Stein getroffen. Ja, das möchte ich an der Stelle mal betonen. Sind das kleine Otter, die da rumschwimmen? Oder sind das Fische? Das ist bestimmt eine gute Idee, jetzt hier rumzuschwimmen. Hier wäre natürlich auch ein Abgang gewesen. Vielleicht hätte ich auch erstmal meine... Ja, wo kommt denn jetzt ein Igel her? Das Wasser ist verseucht mit Igeln. Vielleicht hätte ich erstmal die Kokosnusshälften leer trinken sollen, bevor ich jetzt hier Touren mache. Oh, guck mal, was ist das hier? Apfelschnecke. Die kann man essen. Ich habe schon mal Schnecken gegessen in Real Life, tatsächlich. Das war gar nicht so eklig, wie man das vielleicht erwarten würde. Also, sie schmecken jetzt nicht... Also, sie schmecken schon gut, sie sehen jetzt nicht so gut aus, so rum. Nee, ne, nicht wirklich jetzt. Ich krieg die hier nicht raus, oder was? Aus dem Wasser? Ach komm jetzt, nicht wahr, oder? Ich kann nicht schwimmen mit der Kokosnuss. Tja. Wie gewonnen, so zerronnen. Hey, warte mal. Seerosenblüten, die können wir nehmen. Ich weiß zwar nicht, wofür sie gut sind, aber... Vielleicht können wir die den Ureinwohnern schenken, wenn die uns angreifen wollen. Vielleicht wollen sie uns da nicht mehr angreifen. Schnecken kochen. Ach ja, es hätte so schön sein können mit der Kokosnuss. Ich hätte sie einfach verarbeiten sollen, glaube ich. Direkt vor Ort. Aber das weiß man ja alles nicht. Ich hätte gedacht, ich kann mit der Kokosnuss schwimmen. Aber ja, er hat ja die Hände nicht frei, wenn er sie trägt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Egal. Ich trinke jetzt erstmal das Wasser, das wir schon aufgefangen haben. Immerhin 10 Hydrationen gibt das ja. Und schon wieder Egel. Ich muss mal die Igel loswerden, schnell. Am Bein oder was? Ja. Und nicht gerade. Ah. Nimm es weg. Okay. Sind wir so losgeworden. Sehr gut. Jetzt mache ich nochmal ein Feuer an. Warum sehe ich hier Regentropfen aufschlagen, wo das Feuer ist? Müssten die nicht eigentlich vom Dach abgefangen werden? Ich hoffe, das ist jetzt nur... Ich hoffe, das ist jetzt nicht... Weil das Dach nicht funktioniert oder so. Ich esse jetzt erstmal ein bisschen was hier. Wir essen jetzt mal ein bisschen. Sehr gut. Anzünden! Und dann braten wir uns mal einen Storch.
Essen. Mit Kokosbiton kann man Wasser transportieren fürs Kochen. Ja, das bringt uns wieder zum alten Problem, dass ich Kokosnüsse brauche für diese ganzen Sachen. Ich werde gleich nochmal welche holen. Ich probiere mal die Schnecken so zu essen, also rein zu kochen. Die werden wahrscheinlich eh wieder vergammeln vorher. Ich kann die Seerosenblüten auch essen, theoretisch. Gute Nacht, Slasher. Ich werde aber auch nicht mehr so lange machen. Noch 10 Minuten, glaube ich, dann ist Schluss. Du hast 2 Kochstellen. Ja, aber ist es jetzt sinnvoll? Oh, Bananen kann ich auch kochen. Aber da geht irgendwie kein Timer runter. Ich esse das Fleisch mal direkt auf. Kann man die Banane kochen, ja? Nee. Ich kann die da hinlegen, aber ich kann sie nicht kochen. Die Seerosenblüte kann ich auch nicht kochen. Die Schnecke kann ich kochen. Ich kann nicht etwa 2 Schnecken nebeneinander legen. Nee, das geht nicht. Ich muss an jede Kochstelle eine Schnecke legen. Ja, das muss alles seine Ordnung haben. Hier in der Verwaltung. Das braucht aber lange, die Schnecke. Die Schnecke braucht länger, um gar zu werden, als das riesige Stück Fleisch, was ich gerade gegessen habe, oder? Oder ist es ungefähr gleich lang? Also auf jeden Fall ist es komisch. Die kleine Schnecke müsste eigentlich ziemlich schnell gar sein. Aber zumindest regeneriere ich gerade meine geistige Gesundheit ganz gut. Wir sind auf jeden Fall jetzt diesmal besser aufgestellt als bei den letzten Malen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall sicher. Jetzt mal die Bananen noch gegessen. Ich schätze mal, die Schnecken geben auch Proteine. Es sind ja Insekten. Es schmecken wahrscheinlich wieder so schlecht, dass ich geistige Gesundheit verliere. Das liegt ja auf der Hand quasi. Jetzt kann ich sie essen. Oh nee, wir kriegen keine geistige Gesundheit abgezogen. Energie kriegen wir sogar. Von der Schnecke. Proteine. Wir kriegen ein Plus in Kochen. Nicht schlecht. Das ist gut. Du hast eine Fähigkeit. Liste im Buch. Ja, warte, ich guck. Übrigens, danke auch mal an iRockHard für die ganzen Tipps, die er hier da lässt die ganze Zeit. Muss man auch mal erwähnen hier. Feuer machen. Kochen. Ah. 4 von 100. Verkürzt Kochzeiten. Erhöhte Brenndauer. Ah. Feuer machen. 3 von 100. Geringerer Ausdauerverbrauch. Werkzeuge verlieren weniger Haltbarkeit. Handwerk. Erhöhte Gegenstandshaltbarkeit. Zusätzliche Rezepte. Bogenschießen kann ich noch gar nicht. Fischen kann ich auch noch nicht. Ausnehmen habe ich auch noch nicht gemacht. Doch, habe ich doch schon. Ich habe doch den Vogel ausgenommen. Komisch. Aber da habe ich wahrscheinlich noch keinen Punkt dafür gekriegt, richtig? Wir müssen mal so ein Trockengestell bauen. Dann kann ich mein Fleisch haltbar machen. Okay, noch eine Schnecke. Ja, sehr gut. Aber das ist doch schon mal gut hier. Nicht schlecht. So, ich würde jetzt tatsächlich noch mal so ein Trockengestell bauen. Bei den Ureinwohnern stand das ja einfach vor der Hütte. Ich baue das jetzt auch einfach mal vor die Hütte. Bevor ich das jetzt irgendwo hinstelle. Ich weiß nicht, ob das auch überdacht sein muss. Keine Ahnung. Ich baue das jetzt einfach hier hin. Natürlich braucht man wieder ganz viele lange Stöcke dafür. Alles Dinge, die meine Obsidian-Axt wieder zerstören. Ich speichere jetzt nochmal. Oh nee, ich speichere noch nicht. Wie geht's meiner Axt eigentlich? Ah, nicht so geil eigentlich. Wurst.
Verliert die Axt eigentlich auch Haltbarkeit, wenn ich einfach nur durch die Luft damit schlage? So, langer Stock, langer Stock. 7 lange Stöcke brauche ich. Gute Nacht, The Lord Gaming. Ausnehmen steigt nur, wenn man ein Messer benutzt. Ah. Ja, okay, das gibt Sinn. Ist irgendwie ja auch nicht, weil man kann eigentlich ja auch mit bloßen Händen ausnehmen. Aber irgendwie ergibt es dann auch wieder Sinn. Ein Jäger nimmt ja eigentlich nur Tiere, meistens zumindest, mit Messer aus. Aber es ist egal, welches Messer. Oh. Also geht auch ein Ei, also so ein Steinmesser, oder muss es ein anderes Messer sein, richtiges? Warum ist denn jetzt hier nur ein langer Stock rausgekommen? Verdammt. Wo wir jetzt dringend lange Stöcke brauchen, weißt du? Ich muss mal auf meine Uhr gucken, irgendwas stimmt schon wieder nicht mit mir. Was ist denn jetzt wieder? Oh, muss trinken. Bitte sag mir, dass in den Kokoshälften... Wo sind die eigentlich gerade? Wo sind meine Kokos... Nee, nicht jetzt wirklich, oder? Sind die jetzt weggeschnipst, weil ich da dieses Ding hingebaut... Ah, hier sind sie, okay. Alles klar. Trinken. Trinken. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir brauchen lange Stöcke. Mehr lange Stöcke. Warum kann ich mir eigentlich nicht zwei normale Stöcke nehmen und die einfach zusammenkleben? Okay, die Axt ist wieder hinüber. Ist aber egal. Wir haben zumindest schon mal hier den Baum gefällt. So, dann rein damit. Zwei von denen brauchen wir noch. Jetzt mache ich mir nochmal eine neue Axt schnell. Was, ich habe gar nichts mehr an Seil? Ich habe doch die ganze Zeit immer fleißig Lianen aufgehoben. Jetzt bin ich schockiert gerade. Wir müssten doch eigentlich Lianen sein, ja. Und Obsidian hatte ich ja noch. Genau, einen. Haha. Handwerk plus eins. So mögen wir das. Wenn ich jetzt noch zwei Stöcke kriege, zwei lange, dann bin ich zufrieden. Alle Messer gehen, okay? Andere haben auch schon Tipps gegeben, nur wurde das mit überlesen mitunter. Ja, es ist halt immer situationsabhängig, wann ich in den Chat gucke. Manchmal bin ich auch so beschäftigt bzw. fasziniert von dem, was passiert. Oder verwirrt, dass ich halt auch mal nicht in den Chat gucke. So ist das halt. Das ist nicht irgendwie Diskriminierung oder so, ne? Das ist halt immer, wie es sich ergibt. Aber jetzt ist hier wieder nur ein langer Stock rausgekommen. Ich finde, ich bräuchte so einen Stockfinder irgendwie. So ein Gerät, was immer anschlägt, wenn ich einen Stocken langen vor mir habe. Weil warum ist jetzt aus dem Baum wieder nur einer rausgekommen? Das ist auch schon wieder so ein Ding. Nehme jetzt einfach noch den Baum hier mit. Sehr gut. Jetzt brauche ich wieder Lianen. Ja. Wird schon wieder dunkel auch. Ich muss schon wieder dran denken, gleich schlafen zu gehen. Und das meine ich tatsächlich auch im Real Life. Da wird es nämlich auch schon langsam wieder kritisch. Wir sind schon wieder bei 22 Uhr. Puh, jetzt werden hier, glaube ich, auch schon wieder die Lianen eng. Keine Lianen mehr am Start.
Kokosschale. Achso. Ah, noch 2 Lianen fehlen. Komm. Ja, hier sind noch welche. Ja. Du wirst schwächer. Ja, das, da kann ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Ich will das jetzt noch bauen. War auch nur eine Feststellung. Alles gut. Ja, nee, kein Problem. Ich wollte es ja nur mal erwähnen, dass das eben so ist. So. Warte mal. Wenn ich einen Stock haue, kriege ich ja kleine Stöcke raus, oder? Ja, das ist aber auch bescheuert, dass ich 3, 4, 5 Mal auf so einen Stock raufhauen muss, bevor da mal ein kleiner draus wird, ne? Also eigentlich so ein Stock, so ein normaler, ich hau einmal drauf, ne? Müsste eigentlich schon direkt... Ne? Ich meine, das kann ich auch mit den Händen machen, theoretisch. Das muss ich ja nicht mit der Axt machen. Schon wieder Seil. Ah! Wie viel Seil brauche ich denn hier noch? Immer so viel Seil. Für alles braucht man Seil. Seil. Und es regnet wieder. Ich kann auch mal trinken, bevor ich schlafen gehe. Das ist gut. Immerhin haben wir dann einen Trocknungsdings. Dann können wir schon mal Fleisch trocknen dann auch. Fisch und sowas. Auch gar nicht so unwichtig. Knochennadel. Ach was. Moment. Nicht das auch noch. Warte mal, ich hab Knochen. Ich hab Knochen. Da. Wie mache ich jetzt da eine Knochennadel draus? Sammeln? Kommt morgen auch ein Stream. Rechtsklick und sammeln. Na, das wäre zu einfach gewesen. Ich mache jetzt mal den Knochen kaputt. Knochennadel, 2 Stück, jawohl. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ob morgen ein Stream kommt. Ich hatte es eigentlich nicht vor. Nein, es fehlt ernsthaft eine Knochennadel, damit ich das Ding machen kann. Ach, Mann. Okay, Knochen kriege ich wahrscheinlich, wenn ich Tiere töte. Das ist jetzt nur so eine Vermutung. Wenn ich Tiere ausnehme. So, dann speichern wir mal. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Kommen diese Ureinwohner... Hä? Habe ich jetzt... Ich habe da jetzt Speichern gedrückt. Hat er jetzt automatisch geschlafen? Nach dem Speichern? Merkwürdig. Kommen die Ureinwohner eigentlich immer dann, wenn Feuer an ist? Oder wie ist denn das eigentlich mit denen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich speichere jetzt nochmal. Dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, das war's jetzt erstmal wieder mit Green Hell. Wir sind heute deutlich weitergekommen als beim letzten Mal. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Helfen bei Riddy 1988, bei iRockHard und natürlich auch bei allen anderen, die Tipps dagelassen haben, die hier weiterhelfen an der Stelle. Denn das muss man wirklich mal sagen, dieses Spiel ist kein leichtes Survival-Spiel. Ja? Das ist kein Easy-Going-in-the-Hood-Survival-Spiel, so, wo du einfach mal so durchmarschierst und mal so nebenbei, ja, ja, mal hier und mal da und so. Nee, das ist schon ein bisschen härter, muss man wirklich mal sagen. Alleine schon die Problematik mit dem Wasserfinden, die wir ja jetzt ganz gut im Griff haben mittlerweile. Aber auch die Krankheiten und die Tiere, das finde ich schon alles ziemlich krass. Und das macht es wiederum sehr spannend. Man stirbt halt eher an einem kleinen Kratzer tatsächlich in diesem Spiel als an Hunger und Durst. Wobei Durst und Hunger haben mich auch ganz schön auf Trab gehalten. Ja, okay. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall auf einem Stand, wo ich sagen kann, jetzt habe ich so ein bisschen unter Kontrolle. So ein bisschen, so ein kleines bisschen. Bis zum nächsten Mal kann ich da nur sagen. Mal sehen, wie lange das vorhält. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Green Hell. Bis dann, ciao, ciao.